Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir dir ein kleines Übungsprogramm gegen Verspannungen und Rückenschmerzen. In diesem Video geht es nicht darum, ins Schwitzen zu kommen und die Übung möglichst schnell auszuführen, sondern sich bewusst Zeit zu nehmen und zu spüren, was bei den Übungen in deinem Körper passiert. Was du brauchst? Dich, eine Matte und eventuell noch etwas zu trinken. Genug erklärt, los geht's! So, wir starten mit Übung Nummer 1, Schultern hochziehen. Ihr stellt euch hüftbreit auf, die Arme hängen locker rechts und links neben dem Körper und im Wechsel zieht ihr jetzt rechte Schulter und linke Schulter nach oben. Schön große Bewegungen machen. Genau. Der Arm kann sozusagen, die Hand kann am Bein immer entlang fahren und ihr bewegt euch so einfach auf und ab. Schiebt mal die linke und mal die rechte Schulter nach oben. Schön lang machen, dehnen. Das Ganze soll angenehm sein, geht also nur so weit, wie es für euch noch angenehm ist. Ganz wichtig dabei, weiter atmen. Geschafft. Weiter geht's. Wir bleiben im hüftbreiten Stand. Wir erweitern die Übung jetzt nur. Wir wollen jetzt nicht nur die Schultern hochziehen, sondern die Bewegung mit den Ellenbogen anführen. Los geht's im Wechsel. Linken Ellenbogen hoch und rechten Ellenbogen hoch. Genau. Dazu die Schultern bitte nicht zu den Ohren ziehen. Die bleiben trotzdem locker. Aber ihr könnt euch vorstellen, an euren Ellenbogen ist ein Faden befestigt, der euch jetzt immer wie so eine Marionette nach oben zieht. Immer im Wechsel, hoch und tief. Wirklich mal so ein bisschen auseinanderziehen. Dabei weiter atmen. Weiter geht's mit Übung Nummer 3, strecken. Ihr nehmt mal die Arme nach oben über den Kopf und streckt euch jetzt mal ganz lang nach oben. Also Handflächen mal wirklich zur Decke und mal ganz lang ziehen. Ganz lang machen, das macht man nämlich im Alltag eigentlich relativ selten, sich mal so lang zu strecken. Dabei weiter atmen. Macht das in der Geschwindigkeit, die euch gut tut. Ihr könnt ein bisschen Bewegung auch noch in den Beinen dazu nehmen. Einfach da noch ein bisschen bewegen, die Knie leicht beugen. Also schön nach oben lang strecken, Handflächen zur Decke schieben, weiteratmen. Wunderbar. Weiter geht's mit der Übung Langziehen. Dazu fasst einmal die rechte Hand das linke Handgelenk und ihr zieht euch zur rechten Seite rüber und dehnt so eure Flanke. Das könnt ihr für ein paar Sekunden halten. Und wir wechseln mal zur anderen Seite. Das heißt, jetzt fasst die linke Hand das rechte Handgelenk und ihr schiebt euch zur linken Seite rüber und dehnt dementsprechend die rechte Flanke. Auch hier wieder kurz halten. In dieser Position mal ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen und dann noch mal zur anderen Seite wechseln. Genau, wieder umgreifen. Halten, atmen. Ein letzter Wechsel, noch mal zur anderen Seite. Und die Position langsam auflösen. Weiter geht's mit der Schere. Der ein oder andere kennt die vielleicht schon. Hüftbreiter Stand. Die Arme gehen einmal waagerecht zur Seite raus. Rechte Hand berührt linken Fuß. Nach unten lang machen und wieder hochkommen. Und andere Seite wieder strecken. Auch hier müsst ihr gar nicht auf Tempo gehen, nicht schnell machen. Das macht ihr schön langsam und geht da rein in die Dehnung, in die Bewegung. Schultern sind weg von den Ohren. Genau. Und ihr atmet schön weiter durch die Nase ein und den Mund aus. Rechte Hand, linker Fuß.
linke Hand, rechter Fuß. Und berühren, aufrichten, berühren, aufrichten. Das war's, sehr gut. So, wir machen weiter mit dem Berg. Dazu kommt ihr einmal an euer Mattenende und krabbelt jetzt langsam nach unten. Die Knie sind leicht gebeugt, sie stehen immer noch hüftbreit und ihr schiebt jetzt mal den Popo nach oben Richtung Decke. Die Arme sind gestreckt und ihr bleibt in dieser Position und könnt jetzt, wenn es euch gelingt, mal ein bisschen die Fersen im Wechsel genau so runterschieben. Schön langsam. Die Dehnung merkt ihr da vor allem in der Beinrückseite. Wichtig bei dieser Übung ist, dass der Rücken schön gerade ist. Genau. Auf und ab. Findet jetzt mal einen stabilen Stand und mit den Händen ruhig noch ein bisschen zurückwandern, sodass der Rücken genau schön gerade ist und sozusagen den Oberkörper versuchen jetzt zu den Oberschenkeln zu bringen, also so leicht wippen und das Atmen nicht vergessen. Sehr gut, Position langsam auflösen. So, ihr kommt jetzt in den Stand, stützt euch dann mit den Händen über den Knien ab. Wir machen jetzt sozusagen Katze-Kuh im Stehen, also einmal in ein Hohlkreuz, genau, und dann einmal ganz rund machen, ganz, ganz rund machen, wie eine Katze und wieder in die andere Position. Das ganz schön langsam und ruhig machen. Im Wechsel. Immer im Wechsel. Kuh und Katzenbuckel. Position langsam auflösen. Weiter geht's mit Schulterkreisen. Erstmal die rechte und die linke Schulter im Wechsel. Los geht's. Es können große Kreise sein, es können kleine Kreise sein. Schön bewusst und vor allem auch langsam durchführen und gleichzeitig auf die Atmung konzentrieren. Und das auch einfach mal genießen, diese kleine Selbstmassage. Wir nehmen jetzt beide Schultern zusammen nach hinten. Hier mal schön nach hinten, unten schieben die Schultern. Wunderbar. So, zum Ende hin wollen wir die Arme noch einmal hoch über den Kopf bringen und wieder nach unten nehmen. Los geht's, einmal schön lang machen, einatmen und nach unten. Wirklich schön große Bewegungen machen. Genau. Und wieder sinken lassen. Hoch, einatmen und richtig mal wie so ein Mond, eine Sonne formen mit den Armen und wieder runter. Hoch und tief. Das Ganze machen wir noch einmal hoch, letztes Mal tief. Du hast es geschafft. Das war unser Video zum Thema Verspannungen und Rückenschmerzen. Wenn dir das Video gefallen und vor allem die Übungen auch geholfen haben, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und so den Kanal abonnieren. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal.